Sehr begehrt, das sind E-Bikes nicht nur bei den Radfahrern, sondern auch bei Dieben. Im Vorjahr wurden österreichweit mehr als 20.000 Fahrräder gestohlen. Nur wenige Diebstähle konnten dabei auch geklärt werden. Das Rad verschwindet dann sozusagen vom Radar. Hier setzt das System eines Innsbrucker Unternehmens an. Es macht das gestohlene Rad jederzeit ortbar. Diebe sollen damit ausgebremst werden und das Unternehmen hingegen nimmt mit dem Angebot immer mehr an Fahrt auf. Das neue Fahrrad kann durchaus etwas teurer sein. 3.000 bis 5.000 Euro und noch mehr geben Kunden dafür aus. Gespart wird dafür beim Schutz des Rades, denn oft wird nur ein einfaches Schloss verwendet. Durchaus zur Freude von Dieben, pro Tag werden in Österreich 50 Fahrräder gestohlen, darunter immer mehr teure E-Bikes. Und da setzt die Idee der Innsbrucker an. Sie verbauen einen kleinen GPS-Tracker in das E-Bike. Der sorgt dafür, dass das Rad jederzeit gefunden werden kann. Also du hast einen GPS-Tracker, der ist circa Feuerzeug groß. Der wird im E-Bike verbaut und mit dem E-Bike gekoppelt. Und dann hast du eine App, die PowerUnity-App. Über die PowerUnity-App verbindest du dich mit dem GPS-Tracker oder in dem Fall mit dem E-Bike. Wenn jetzt dein Rad bewegt wird, dann siehst du auf der Handy-App immer den Live-Standort und wo das Rad unterwegs ist. Der Tracker wird meist im Motorgehäuse eingebaut, kann aber auch an anderen Stellen positioniert werden. Voraussetzung ist allerdings eine Verbindung zur Stromquelle im Fahrrad, dem Akku. Das wird eben mit dem E-Bike verbunden, mit dem E-Bike-Akku verbunden und bezieht dadurch über das E-Bike den Strom. Und den Strom, den was der GPS-Tracker braucht, der ist sehr gering und darum hat das auf das E-Bike keinen Einfluss. Und wenn aber der E-Bike-Akku entfernt ist, dann gibt es einen Zusatzakku und dieser Zusatzakku versorgt den GPS-Tracker Biketracks mit Strom, wenn beispielsweise der E-Bike-Akku entfernt ist. So bleibt der Tracker noch über Wochen aktiv und sendet Daten, sobald das Rad bewegt wird. Beispielsweise, wenn sich jemand am mechanischen Schloss zu schaffen macht und dafür die Position des Rades verändert. Es funktioniert weltweit, also das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Mini-Handy, das was in dein eigenes E-Bike eingebaut ist. Und da ist genauso eine SIM-Karte drinnen wie bei deinem Handy mit weltweiter Netzabdeckung. Also es ist egal, auch wenn jetzt in Schweden jemand mein Rad unbefugt bewegen würde und ich in Österreich sein würde, würde ich den Alarm genauso bekommen oder genauso sehen, wo das Rad unterwegs ist. Den GPS-Tracker für E-Bikes gibt es erst seit wenigen Jahren. Begonnen hat das Innsbrucker Unternehmen in einer ganz anderen Branche. Wir kommen ursprünglich aus dem Skibereich. Wir haben ein Produkt entwickelt, was hilft, dass du im Tiefschnee einen Skischneller wiederfindest, beziehungsweise Ski und Snowboards vor Diebstahl schützt. Und haben dann das Feedback von Kunden und Händlern bekommen, dass sie gerne ein ähnliches Produkt für Fahrräder hätten, speziell für E-Bikes. Und haben dann 2018 ein GPS-Tracker Biketracks auf den Markt gebracht. Und seitdem geht es mit dem Unternehmen steil bergauf. Wir entwickeln uns gerade in der Richtung, was sich jedes junge Unternehmen wünscht. Also das heißt, wir haben ein Wachstum von 100% pro Jahr und verkaufen aktuell zwischen 30.000 und 50.000 GPS-Tracker pro Jahr und haben aber noch ein stärkeres Wachstum vor uns, weil wir auch mit E-Bike-Herstellern zusammenarbeiten, zukünftig immer mehr. Und wenn du mit E-Bike-Herstellern zusammenarbeitest, hast du dann ja, über kurzen Zeitraum gleich noch viel größere Mengen. Und mit jedem verkauften GPS-Diebstahlschutz machen sie es zugleich den Fahrraddieben immer schwerer.